Fühlst du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin zu wenig geliebt? Werden deine Bedürfnisse nach Zweisamkeit oder Zärtlichkeit zu wenig erfüllt? Dann sprecht ihr womöglich verschiedene Sprachen der Liebe. Was das genau ist und wie ihr auf einen gemeinsamen Nenner kommt, das erfährst du jetzt. Hallo meine lieben Glückssuchenden und ein herzliches Hallo an alle Neulinge. Mein Name ist Katharina, ich bin Diplompsychologin und arbeite als Autorin und Coach. Meine Mission ist es, dich beim Aufblühen zu unterstützen, damit du glücklicher werden und ein erfüllteres Leben führen kannst. Wenn das auch ein Ziel von dir ist, abonniere hier unten meinen Kanal, klick auf die Glocke, dann wirst du über jedes meiner neuen Videos benachrichtigt und die sind natürlich alle kostenlos für dich. Es ist ja bekannt, dass Beziehungen zu anderen Menschen zu den größten Glücksfaktoren gehören, die wir überhaupt kennen. Und nur leider sind diese Beziehungen ja nicht immer so einfach, sondern oft eben auch problembehaftet, weil wir aneinander vorbeireden oder weil eben wichtige Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Wenn es dir auch so geht, dann habe ich heute ein interessantes Konzept für dich. Das stammt nämlich von dem amerikanischen Paarberater Gary Chapman. Ihm zufolge gibt es nämlich 5 verschiedene Sprachen der Liebe. Das heißt, 5 unterschiedliche Wege, unsere Liebe auszudrücken und zu kommunizieren. Und er hat eben nach langjährigen Beobachtungen in seiner Paarberatungspraxis festgestellt, dass viele Beziehungen deswegen scheitern, weil die Art, wie Liebe ausgedrückt wird, nicht verstanden wird, dass das nicht bei dem Gegenüber ankommt, dass der sich eben ungeliebt fühlt, weil man aneinander vorbeiredet. Das heißt, viele Beziehungen scheitern letzten Endes an Kommunikationsproblemen. Und damit dir das nicht passiert, das heutige Video. Um Beziehungen zu pflegen, brauchen wir deswegen das Wissen über die Sprache der Liebe. Unsere eigene, aber natürlich auch die des Gegenübers. Sprechen beide dieselbe Sprache, dann fühlt man sich verstanden, dann fühlt man sich geliebt. Und das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung für eine erfüllte Beziehung. Aber es ist nicht notwendig. Man kann auch mit jemandem zusammen sein, der eine andere Sprache der Liebe spricht. Solange man Verständnis und eben das Wissen um diese Sprache aufbringt, dass man genau weiß, wie erreiche ich mein Gegenüber, wie kann ich ihm oder ihr zeigen, dass ich sie oder ihn liebe. Und auch das Gegenüber muss natürlich wissen, welche Bedürfnisse bei mir befriedigt werden müssen. Was sind also die 5 Sprachen der Liebe? Also die 5 Wege, seine Liebe auszudrücken. Der erste Weg, Worte der Zuneigung. Das heißt, manche Menschen drücken ihre Liebe über ganz viel Lob, Anerkennung, Verständnis und eben ein Ich liebe dich aus. Über viele, viele Worte, die von Herzen kommen. Und für diese Menschen ist es ganz natürlich, das ist nichts Aufgesetztes und das ist auch nichts, wozu sie sich zwingen müssen, dass sie eben ihr Gegenüber häufig wertschätzen und anerkennen und loben und ihm danken oder ihr danken. Und genau das brauchen sie dann natürlich aber auch selbst. Und da kann es dann ganz schwierig sein, wenn der Partner oder die Partnerin das so gar nicht kennt und nicht so empfindet und vielleicht davon ausgeht, dass der andere ja schon weiß, dass ich ihn oder sie liebe. Der zweite Weg, seine Liebe zu kommunizieren, ist der über Zweisamkeit. Das heißt, für diese Menschen ist es besonders wichtig, stressfreie Zeit, Quality Time, wie man immer so sagt, mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen. Sie wollen die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Gegenübers. Sie wollen schöne gemeinsame Erlebnisse erfahren. Und auch hier wieder schwierig, wenn der Partner oder die Partnerin diese Sprache nicht spricht und vielleicht den einzig gemeinsamen freien Abend, den man in der Woche hätte, dann sich lieber mit jemandem anderen trifft. Und so können ganz oft diese Situationen entstehen, dass man das Gefühl bekommt, ja, der andere oder die andere liebt mich ja gar nicht, wenn sie das nicht möchte, wenn er das nicht möchte. Aber auch hier wieder, da müssen wir einfach das Bewusstsein darüber haben, dass unser Partner, unsere Partnerin, diese Liebe vielleicht anders ausdrückt und für ihn oder sie diese Zweisamkeit nicht so wichtig ist. Der dritte Weg, seine Liebe zu kommunizieren, ist der über Geschenke. Manche Menschen beschenken ihre bessere Hälfte einfach sehr gerne und da steht nicht der materielle Wert im Vordergrund, sondern die Geste. Dieses, ich habe an dich gedacht, ich möchte dir eine Freude machen. Genau so erwartet man das natürlich aber auch wieder zurück. Und dann wird es besonders schwierig, wenn an Geburtstagen es dann eben nur die Blumen und die Pralinen aus dem Supermarkt gibt und eben nicht diese liebevolle Geste, die von Herzen kommt, dieses, ich habe schon Monate vorher in einem kleinen Laden irgendwas ganz Tolles für dich entdeckt und da habe ich an dich gedacht und das musste ich dir unbedingt mitbringen und schenken. Die 4. Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft. Für manche Menschen sind
bloße Worte nicht genug, sie wollen lieber Taten sehen. Und zwar in Form von Unterstützung in jeder Lebenslage. Das heißt, diese Menschen drücken ihre Liebe aus, indem sie für ihren Schatz wirklich immer da sind, in jeder Lebenslage, immer sofort sprungbereit ihn oder sie bei allem unterstützen und zur Seite stehen. Und wenn mein Gegenüber mich jetzt aber nicht so sehr unterstützt, dann fühlt sich das für mich sofort an, wie er oder sie liebt mich nicht genug, weil es ist ja mein Verständnis davon, dass Liebe so funktioniert. Wenn man jemanden liebt, dann ist man für ihn in jeder Lebenslage da. Und wenn das Gegenüber das dann anders macht, ja, dann ist eben die Konsequenz im Denken, ich werde nicht geliebt. Die fünfte Sprache der Liebe, Zärtlichkeit. Küssen, streicheln, umarmen, einfach seinem Gegenüber nahe sein. Und nicht nur, damit ist nicht nur die körperliche Nähe gemeint, sondern die emotionale Nähe, die eben durch die körperliche Nähe entsteht. Also man möchte wirklich immer bei diesem anderen Menschen sein und sich ihm nah und verbunden fühlen. Aber nicht jeder drückt seine Liebe über Zärtlichkeit aus. Für manche haben das nie gelernt, diese körperliche Nähe zuzulassen. Für manche ist das vielleicht auch einfach eine Grenze und ein Eingriff in ihre Privatsphäre. Wenn jetzt eben zwei Menschen in einer Beziehung zusammenkommen, die verschiedene Wege verinnerlicht haben, ihre Liebe auszudrücken, dann ist es ganz schwierig, sich in dieser Beziehung gesehen, geschätzt und eben geliebt zu fühlen. Das kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn der eine ankommt und immer kuscheln will und der andere das aber überhaupt nicht möchte, aber dafür sein Gegenüber mit Geschenken überhäuft, dann ja, bleibt da immer so eine Diskrepanz und so ein unerfülltes Bedürfnis und eben dieses Gefühl von er oder sie scheint mich nicht wirklich zu lieben. Laut Gary Chapman bevorzugt jeder von uns ein oder zwei dieser Sprachen. Und das heißt, das sind die Sprachen, die wir gut kennen, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir zu Hause sind. Und die anderen verstehen wir nur unzureichend. Und wenn du vielleicht in deiner aktuellen Beziehung oder auch in früheren Beziehungen mal das Gefühl gehabt hattest, eben mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht so, wie ich mir das wünsche oder wie ich das ihm oder ihr gegenüberbringe, dann lohnt es sich vielleicht mal nachzudenken, ob ihr da verschiedene Sprachen sprecht. Also wie drückst du deine Liebe aus und wann fühlst du dich geliebt? Du kannst deinen Partner oder deine Partnerin einfach mal ein bisschen beobachten die nächsten Tage, schauen, worauf er oder sie reagiert, ob diese Person sich sehr über Geschenke freut oder über Lob und Zuspruch und Anerkennung oder eher über die körperliche Nähe. Es gibt aber auch im Internet viele kostenlose Tests, die du ausfüllen kannst. Gib einfach mal in die Suchmaschine deines Vertrauens einen 5 Sprachen der Liebe-Test und dann kannst du das alleine oder sogar auch mit deiner besseren Hälfte gleich gemeinsam machen. Und dann kann eure Beziehung hoffentlich so richtig aufblühen und scheitert nicht an Kommunikationsproblemen. So, ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn das der Fall war. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, welche Sprache der Liebe sprichst du? Welche spricht dein Partner? Und ja, stimmt dir da überein? Meinen Kanal kannst du hier unten kostenlos abonnieren und hier findest du noch weitere Videos von mir zu vielen spannenden Themen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder. Mach's gut!